Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Train Controller Folge. Diese Folge ist eigentlich ein kleiner Nachtrag zu unserem letzten Tutorial. Das ist unten auch hoffentlich in der Beschreibung verlinkt ist, falls ich es nicht vergessen habe. Wir haben letztes Mal ja eine automatische Abfahrt von einem Zug angefangen zu realisieren und wollten da noch ein bisschen Zufallselemente mit einbauen. Das haben wir jetzt gemacht und wir schauen uns mal das Ganze an. Wir haben das Ganze in der Zugfahrt programmiert. Die rufen wir hier einmal auf. Das ist die Hauptstrecke bei uns. Und hier liegt in diesem Bereich steht momentan der Zug, der dänische DSB-MR. Und hier passieren jetzt dann folgende Geschichten, der Aufenthalt ist 30 Sekunden Realtime, also wir fahren Train Controller in Realtime und die Startverzögerung beträgt 12 Sekunden. Das heißt, sobald die Weichenstraße gelegt ist und das Signal auf grün geht, steht der Zug wirklich noch 12 Sekunden still, aber er nutzt die Zeit auch, er tut auch etwas. Das haben wir das letzte Mal eingerichtet. Und zwar, wir haben gesagt, sobald er anhält, dann gibt es hier ein paar Sachen, nämlich dass er, in der alten Version war es noch, die Führerstandsbeleuchtung anmacht und bei der Weiterfahrt macht er sie aus und dann gibt es ja auch noch ein paar Geschichten und bei der Freigabe passiert auch noch was. Das schauen wir uns jetzt kurz nochmal der Reihe nach an und ich erkläre noch ein paar Dinge, weil sich noch ein paar Sachen geändert haben. Wir fangen mal an. Der Zug fährt in den Bahnhof ein, können wir uns alle vorstellen, er bleibt stehen. So, und jetzt passiert erstmal eine zufällige Verzögerung von 20 Sekunden. Wir erinnern uns, der Zug bleibt 30 Sekunden stehen, wir haben eine zufällige Verzögerung von 20 Sekunden drin. Was passiert in den 20 Sekunden? Erst einmal sollte er vielleicht irgendwann die Führerstandsbeleuchtung anmachen. Aber hier gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit in der Ablaufsteuerung drin. Das müssen wir uns kurz alles etwas genauer anschauen. Wenn ich will, dass genau nach 20 Sekunden die Kabinenbeleuchtung angeht und den oberen Teil hier, den vergessen wir jetzt mal, also der wäre nicht da, dann würde, oder wir können es ja auch mal schnell in den neuen Traincontroller, geht das ja hier, wunderbar. So, dann würde jetzt nach genau 20 Sekunden die Kabinenbeleuchtung angehen. Das wollen wir aber nicht. So war es drin, aber das sah ein bisschen statisch aus. In jedem Bahnhof ist auch der eingefahren und würde die Kabinenbeleuchtung angehen. Da hätten wir uns überlegen müssen, in welchem Bahnhof soll das passieren, in welchem nicht. Und wenn der Zug seinen Kreis fährt und seine Runde und man bleibt an einem Bahnhof stehen und irgendwann nach ein paar Minuten oder so kommt ja dann auch der Zug irgendwann mal wieder, dann sieht man, aha, jetzt geht hier wieder das Licht auf. An oder beim anderen Bahnhof, jetzt geht es wieder nicht an. Das heißt, wir wollten das ein bisschen dem Zufall überlassen, was er dann alles macht. So, und jetzt müssen wir das hier wieder alles richtig machen, so wie ich es in Erinnerung hatte. Genau. Also, es passiert erstmal eine Verzögerung von 20 Sekunden. Wir wollen aber jetzt eine zufällige Verzögerung machen. Zufällig heißt, dass von 0 bis 20 Sekunden irgendwann wird dann das, was hier drunter steht, abgearbeitet und wahr. Also Verzögerung ist eine exakte Zeit, nach der dann irgendein Ereignis eintritt. Bei zufälliger Verzögerung ist die Zeit, die man eingibt, die Maximalzeit, aber es kann schon viel, viel früher darunter auch ausgelöst werden. Okay, kann man sich jetzt so irgendwie merken. Dann habe ich mir aber auch überlegt, okay, der Zug fährt ein und irgendwann geht das Kabinenlicht vorne im Führerstand an. Ist okay, es passiert nicht immer nach der gleichen Zeit, es passiert irgendwann. Erstmal eine kleine Verbesserung. Dann aber, wie gesagt, will ich es nicht jedes Mal haben. So eine Wahrscheinlichkeit von 50-50 wäre doch eigentlich ganz nett. Jetzt muss man aber nur aufpassen. Alles,
Was hier danach kommt an Befehlen, ich könnte hier noch weitere Zugoperatoren einbauen, mal nur kurz um zu verdeutlichen. All das, was hier steht, würde alles mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% jetzt bearbeitet. Will ich aber das Licht 0 bis Licht 5 wirklich zu 100% angeht, dann muss ich hier jetzt die Wahrscheinlichkeit auf 100 setzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die ich einstelle, richtet sich dann auf die nachfolgenden Befehle. Nicht nur auf den nächsten Befehl, sondern auf alle nachfolgenden Befehle. Also leben wir mal mit der zufälligen Verzögerung von 20 Sekunden und einer Wahrscheinlichkeit, dass das Kabinenlicht angeht, von 50%. Damit haben wir schon etwas Individualität aufs Gleis gebracht und auf den Ablauf. Bei der Weiterfahrt steht erstmal drin, die Führerstandbeleuchtung Kabine 1 soll immer ausgehen. Egal ob sie an ist oder nicht, er schaltet einfach die F-Taste auf Ausschalten und das spielt weiter gar keine Rolle, ob die vorher an war oder nicht. Dann gibt es hier eine feste Verzögerung, weil wir jetzt hier einen relativ straffen Ablauf drin haben. Wir haben ja bloß 12 Sekunden, bis der Zug abfährt. Bei diesem Zug geht jetzt das abfahrtbereit Licht an. Es gibt nochmal eine Verzögerung, die Türen schließen, man hört den Sound und hier fährt eigentlich der Zug schon fast los. Hier bekommt das Ganze nur noch den Befehl, nimm die F-Taste wieder raus, weil sonst piepst das Ganze, bis irgendwann hier diese F-Taste wieder rausgenommen wird. Das passiert also alles beim kurz vorm Losfahren, wenn die Weichenstraßen dann gelegt sind und das Signal auf Grün dann steht. Und sobald der Zug den Block verlassen hat, dann macht er sein eigenes Abfahrtbereit-Licht am Zug aus. Auch hier brauchen wir keine Zufälle, denn das soll er jedes Mal machen. Das war also der kleine Nachschub von unserem letzten Video-Tutorial. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Individualität drin, ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeiten, ein bisschen mehr Freiheiten, ein bisschen mehr Zufälle und ich kann nur sagen, viel Spaß beim Nachbauen, denn diese Operatoren werden wir doch bestimmt ganz, ganz oft brauchen und wir werden bestimmt auch noch hier ganz viele Beispiele irgendwann zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch, Abo dalassen, wir würden uns freuen. Danke und tschüss.